Hallo und herzlich willkommen zur Delikatus.ch Kochshow. Ja, Lieben, heute machen wir eine Sauce Bolognese. Und was braucht ihr dafür? Braucht Olivenöl, Rotwein, Pfeffer. Dann habe ich hier einen Gemüsemürfelmix aus Karotten, Sellerie, Lauch und ganz wenig Paprika. Dann haben wir hier Tomaten aus der Dose gewürfelt. Dann frische Zwiebel und Knoblauch, frische Tomatenwürfel, Tomatenmark, Fleur de Sel, Rosmarin. Dann haben wir hier Lorbeerblatt, Oregano, dann Paprikapulver und natürlich den Hauptakteur Rindfleisch gehacktes. Also ihr Lieben, wie man eine Zwiebel schneidet, diese Brünnerwurst schneidet, dazu habe ich schon mal Videos gemacht. Die verlinke ich euch unten gerne in der Videobox, könnt ihr gerne vorbeischauen. Und ich würde sagen, jetzt legen wir los mit der Sauce Bolognese. Ihr Lieben, als allererstes natürlich Topf anschalten. Dann etwas Olivenöl in den Topf. Dann Zwiebel und Knoblauch. Und diese schwitzen wir jetzt ganz langsam an. Und wenn die gut sind, dann geben wir die Gemüsebrunoise dazu. Also ich gebe noch ganz wenig Olivenöl mit rein. Das ist fast ein bisschen zu wenig. So. Jetzt können wir schon unsere Gemüsewürfel dazu. Die können wir schon ein bisschen würzen mit Salz und ganz wenig Pfeffer. So, wir wechseln jetzt zum Schneebesen. Und jetzt kommt das Fleisch dazu. Ich mache das immer mit dem Schneebesen, weil dann gibt es zum Schluss nicht solche großen Fleischstücken in der Soße. Und das dauert jetzt einen Moment, bis das alles schön angebraten ist. Also ihr Lieben, schaut mal, das Fleisch ist schön lose und vielleicht hört ihr das, jetzt kommt wieder dieses Bratgeräusch und wenn das anfängt, dann können wir mit Tomatenmark rein. Das wird jetzt mit angezogen. Dass es nicht ganz so sauer ist, da kommt die leichte Süße, also der Zucker in der Tomate raus. Da kommen wir jetzt ein bisschen mit Temperatur runter. Und ihr müsst schauen, wenn ihr das anzieht, das ist Tomatenmark, dass wirklich das überall gut verteilt ist. Und dass man es auch wirklich kurz mit andreht, weil sonst wird die ganze Bolognese zu sauer. So, jetzt tun wir das schon ein bisschen würzen mit Salz. Aber müsst wie gesagt aufpassen, weil wir haben vorher schon ein bisschen gewürzt. Dann Pfeffer. Dann kommt jetzt der erste Schuss Rotwein rein. Wirklich nur gerade ganz wenig. Wirklich nur einen Schluck. Und das macht er jetzt circa dreimal. Durch das Reduzieren vom Rotwein gibt es eine schöne Farbe. Und natürlich auch einen viel schöneren Geschmack. So, jetzt können wir gerade nochmal rein. Und ihr seht vielleicht schon hier unten,
Die Farbe ist schon schön braun. Das ist genau das, was wir wollen. Gebe ich nochmal einen Schluck rein. Boah, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und jetzt den Rest vom Rotwein. So. Das lassen wir jetzt einmal aufkochen. Dann geben wir Tomaten dazu. Jetzt müsst ihr wirklich klein stellen, weil sonst kocht euch das wie verrückt und dann gibt es die berühmten Tomatenspritzer auf den Sachen. So, da kommt jetzt noch rein ein bisschen Lorbeerblatt. Dann ich gebe den Rosmarinzweig immer ganz rein. Ihr könnt das, wenn ihr wollt, natürlich hacken. Ich habe es lieber so. Und natürlich meine frischen Tomaten gebe ich auch noch mit dazu. Und jetzt wird das Ganze mal sicher so gute 20 bis 30 Minuten langsam geköchelt, weil wir wollen ja, dass die Tomaten, das Fleisch, alles in sich richtig schön verkocht. Und dafür muss das ein bisschen kochen. Und wenn das fertig ist, dann melde ich mich nochmal und dann sage ich euch noch was dazu. Der Oregano zum Beispiel, der kommt erst zum Schluss rein. Den mache ich jetzt noch nicht, weil ich möchte erst, wenn die Soße völlig fertig ist, so 10 Minuten vor Schluss den Oregano reingeben, weil sonst wird mir das alles zu intensiv. Also Lieben, die Soße ist jetzt ein bisschen am Quackern. Ich will noch kurz was zur Bolognese sagen, was ich jetzt noch mache. Also am besten schmeckt die Soße sowieso einen Tag später, weil dann ist alles schon durchgezogen und ist auch schön aromatisiert, konnte durchziehen und dann ist das wirklich eine hammergeile Soße, die man für eine Lasagne zum Beispiel hernehmen kann oder für Spaghetti Bolognese, ganz klassisch. Was ich jetzt noch mache ist, wenn die Soße fertig ist, würze ich eben mit Oregano, ganz wenig Paprikapulver. Ganz wichtig zum Paprikapulver, wir haben ja vorhin das Tomatenmark mit angeschlitzt. Ich habe da ein bisschen Paprikapulver schon mit drin gehabt, das müsst ihr nur kurz mit anschlitzen. Warum? Paprikapulver hat den Nachteil, es verbrennt zu schnell. Also wenn das zu heiß bekommt, dann wird die Soße bitter. Deswegen gebe ich sie, ich persönlich gebe diese Paprika nur ganz kurz mit dazu, schwitze die mit an und dann ist das fertig. Und so gibt es bei der Soße nicht mehr viel zu sagen. Sie ist dann, wenn sie fertig gekocht ist, ziemlich eine kompakte Soße, also ist nicht so flüssig, wie man es von der Tomatensoße kennt, sondern schon ziemlich kompakt, dass sie auf der Nudel aufliegt. Und was man dann machen kann, wenn man sie mit Spaghetti serviert, frischem Basilikum drüber, ein bisschen frischen Olivenöl, Pfeffermühle. Ich kann euch sagen, das ist so ein einfaches Gericht, aber richtig lecker. Also, wenn die Soße fertig gekocht ist, melde ich mich nochmal, dann zeige ich euch die Konsistenz und dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr diese Soße nachkocht und wenn ja, Spaghetti dazu oder ihr macht eine leckere Lasagne. Also Lieben, schaut mal, so muss die Konsistenz sein und jetzt können wir die abstellen und dann ist die fertig. Wer möchte, das ist nur so ein Tipp, wenn man es ein bisschen pikanter möchte, kann man da noch mit ein bisschen Chiliflocken arbeiten, das ist dann jedem selbst überlassen. Oder wer es für Kinder macht, der macht es dann einfach auch ohne Rotwein, da kann man Traubensaft nehmen. Und ja, das ist sozusagen die abgewandelte Version, wenn man für Kinder kocht, ohne Alkohol. Also Lieben, ihr habt gesehen, die Soße, die Konsistenz, wie sie auszusehen hat. Wir lassen sie jetzt immer noch so ganz langsam wirklich auf 1 auf dem Herd hier kochen. Das blub, 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 blub macht. Nochmal so ungefähr 10 bis 15 Minuten. Ich sage immer, je länger diese Soße kocht und je mehr die in sich einkocht, umso leckerer wird die zum Schluss. Also wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, Daumen nach oben. Kommentar nach da unten. Ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Alles Liebe, euer Marcel Prinz.